Augen. Sitzt hier komplett im Dunkeln. 3 Jahre später. Schon wieder. Was ist los? Amata? Na los, du musst endlich aufwachen. Ja, ist ja gut. Ich bin doch schon wach. Was ist los, Amata? Wie komisch. Ich habe gerade von dir geträumt. Lass mich in Ruhe. Ich versuche etwas zu schlafen. Du musst weg von hier. Dein Papa ist weg und die Leute meines Vaters suchen nach dir. Was heißt hier, mein Papa ist weg? Gut für Papa. Höchste Zeit, dass sich jemand mal gegen den Aufseher durchsetzt. So, dein Vater ist sauer auf meinen Vater. Und was hab ich denn? Was hat das mit mir zu tun? Du kapierst es nicht. Dein Papa hat irgendwie die Haupttür geöffnet und die Wort verlassen. Mein Vater, ich hab ihn noch nie so wütend gesehen. Hör mir gut zu. Wenn dich die Wachen erwischen, werden sie dich töten. Hoppla, ja, passiert, ne? Ich habe dich noch nie so erschrocken gesehen, Amata. Was ist passiert? Mein Vater kann die Worte nicht verlassen haben. Das ist unmöglich. Also ist Mr. Verfolgungswahn endgültig übergeschnappt? Es ist Jonas. Sie haben ihn umgebracht. Die Leute meines Vaters, sie haben ihn mitgenommen und ihn... Oh mein Gott, du musst gehen. Sofort. Okay. Oh mein Gott, alles okay? Du fängst doch jetzt nicht etwa an zu weinen, oder? Dann hast du Jonas getötet? Ich bin der Nächste? Ja, mach dir um mich keine Sorgen. Tut mir leid, dass du es so erfahren musstest. Ich weiß, Jonas war dein Freund. Aber wir müssen jetzt gehen. Die Leute meines Vaters könnten jederzeit hier auftauchen. Mein Vater kann nicht weg sein. Die Tür ist versiegelt. Ganz recht, ich kann hier nicht bleiben. Aber wohin soll ich gehen? Du bist die Tochter des Aufsehers, kannst du nicht mit das regeln? Auch wenn das alles wahr ist, wie bist du überhaupt hierher gekommen? Ich muss raus, ist der Wort. Du wirst mir dabei helfen. Genau das habe ich gemeint. Es gibt einen geheimen Tunnel, der vom Büro meines Vaters direkt zum Ausgang führt. Du musst den Computer in seinem Büro hacken, um ihn zu öffnen. Hier, damit kommst du in sein Büro. So komme ich jedenfalls immer rein. So, 10 Haarklammer bekommen. Hört sich nach einem guten Plan an. Machen wir das, dass wir rauskommen. Klingt furchtbar kompliziert. Warum kann ich nicht auf normalem Weg rauskommen? Wieso glaubst du, dieser Tunnel ist unbewacht? Es könnte eine Falle sein. Ach, noch was. Ich habe die Pistole meines Vaters gestohlen. Ich hoffe zwar, dass du sie nicht brauchen wirst, aber hier ist sie. Perfekt. Danke, Amata. Ich werde es im Notfall benutzen, versprochen. Sehr gut. Könnte nützlich sein, wenn ich einen Schläger deines Vaters begegne. Nein, behalte es. Du brauchst es vielleicht irgendwie dringender als ich. Okay. Ich werde versuchen, dich am Ausgang zu treffen. Nimm dich vor dem Sicherheitsdienst in Acht. Viel Glück. Jo. Bis denn. Ich werde dich an der Worttür treffen, wenn ich kann. Gut, also. Wie gesagt, wir müssen jetzt hier aus. Ach, schönes Bild. Ich lasse mich da nicht von ablenken. Also hier sieht man ja halt die Welt, wie sie früher war. Da war der Ausgang. Und hier auch nur die Wort. So, ich würde sagen, wir suchen unsere Sachen zusammen. Baseball mit zu Grognak der Barbar nehmen wir auf jeden Fall mit. So, Baseballschläger nehmen wir mit. Luftgewehr nehmen wir mit. Patronen dafür nehmen wir auch mit. Stimpack und das nehmen wir mit. So, dann müssen wir die Dinger jetzt anlegen. Waffen. So. Angelegt haben wir die auch. Raus damit. Ne, wir werden das mal mit dem Baseballschläger durchgehen hier, glaube ich. Weil die Munition noch ein bisschen sparen. Was haben wir hier noch? Nichts. Okay. Da ist er. Bleiben Sie sofort stehen! Geht! Noch mehr Kakerlaken! Schmutzige kleine Ungeheuer! Machen Sie mir das ab! So, den hätten wir. So, und beiseite mit ihm. Das wird zwar nichts bringen, aber Ordnung muss sein. So, und die Kleidung anziehen. Nur nicht das hier und das hier und dann noch ein bisschen mehr Rüstung. Sie müssen mir helfen. Meine Mutter ist mit den Red-Kakerlaken da drin eingeschlossen. Guck, ob wir hier helfen können. Ich kann doch nicht nochmal rein. Das habe ich vergessen vorzulesen.
So dunkel da drin. Auch gibt's da Rat-Kakerlaken. Keine Sorge, Butch. Ich hole deine Mutter da raus. Willst du mir sagen, du hast Angst vor der Dunkelheit? Puh, danke. Ich wusste nicht, was ich tun sollte. Du bist der Beste. Ich weiß. Na gut, dann mal los. Was ist los? Butchi, helfen Sie mir! Hey, Wodka. Wir haben es geschafft! Meiner Mutter wird nichts passieren! Sie sind der beste Freund, den ich je hatte, Mann! Ja, hey, ja. Ich weiß ja, dass es nicht viel ist, aber ich will Ihnen meine Tunnelschlangenjacke schenken. Das finde ich gut. Na los, nehmen Sie sie schon. Oh, na Papa. Will die haben. Hier spricht der Aufseher. Nichts Besonderes. Schöne Tapete. Ja, gut. Wo hier? Ach so, eine Toilette. Ich laufe einfach mal blind rum. Oh. Was war hier noch? Sonst haben wir hier anscheinend nichts. Okay, weiter. Hier ist alles zu. Okay. Gehen wir mal weiter hoch. Gucken wir. Kakerlaken! Hey, aufhören! Der war nett. Du gehst keine mehr auf die Nerven. Oh, der hat mal eine schöne Waffe. So, das wär's dann. Sie können von Glück reden, dass ich es war, der sie gefunden hat. Die anderen sind nicht so nachsichtig. Ich weiß nicht, was Sie vorhaben und ich will es auch nicht wissen. Verschwinden Sie einfach von hier, dann werde ich so tun, als hätte ich Sie nie gesehen. Danke, Officer Gomez. Ich konnte Sie schon immer gut leiden. Es ist eine echte Schande, dass es dazu gekommen ist. Ich kann einfach nicht glauben, was Sie Jonas angetan haben. Aber Sie sind echt in Ordnung. Das haben Sie wirklich nicht verdient. Gehen Sie und suchen Sie Ihren Vater, wenn Sie können. Danke. Bis demnächst. Ah, junger Herr. Ich freue mich außer. Ich fürchte, Sie haben ihn verpasst. Er ist wohl nach oben gegangen, um frische Luft zu schnappen. Ja, er ist nach oben gegangen, um frische Luft zu schnappen. Genau. Wir müssen einfach in unsere Quartiere zurückkehren. Das ist unsere einzige Chance, Carmen. Wir verschwinden von hier, genau wie der Doktor. Ich werde nicht zulassen, dass uns jemand aufhält. Ich bin's, Tom Holden. Seien Sie vorsichtig. Ich muss einfach... Vorsicht! Autsch. Tom, nein! Na bitte. Meint er, Jungs, Mädels. Kriegen wir das hin? Oh! Oh! Kannst wohl kein Blut sehen. Hier spricht der Aufseher. Alle Bewohner der Ward 101 werden hiermit auf. Willkommen zum WarTag Assistent Targeting System. Dem WarTag unterstützen Zielsystem oder Werts. Werts zeigt die Trefferwahrscheinlichkeit ebenso wie den Zustand jedes Körperteils an. Maus 1. Ihr Ziel angreifen. Maus 2. Angriff abbrechen. E. Ihre Aktion akzeptieren. Links klicken Sie auf den linken oder rechten Pfeil, um auf ein anderes Ziel umzuschalten. So, jetzt hat man garantiert gerade mein Skype gehört. Ist mir aber egal. Ich würde sagen, wir ziehen auf den Kopf. Ich will lieber da drauf. So. So, muss man treffen. Doch nicht du. Den will ich haben, genau. Officer O'Brien, ich will den nämlich umbringen diesmal. Mal schaffe ich das. Das Schöne ist, die bleiben da.
Die zu mir? Nee, die kommt nicht zu mir. Jetzt kommen auch Leben, das heißt, ein Schuss hier drauf. Sollte eigentlich reichen, aber. Mal sagen, wir wieder mal sicher. Ja, wir haben's. Genial. Noch nie geschafft. Nehmen wir auch noch mit. Die hat nichts. Knacken. Tür zu. Na, brauche ich Dietrich 100, aber ist egal jetzt. Hier haben nämlich noch ein paar Schüsse. Sonst aber haben die eigentlich nichts. Na gut. Immerhin etwas. So. Da war noch eine. Ab nach oben. So, jetzt schauen wir mal da rein. Verdammt, noch mehr Kakerlaken. Nee, nee, nix Kakerlaken. Yay! Yeah. Kritischer Angriff von Sicherheitschef Hernen. Ah, die haben abgewehrt. Auch nicht dabei. Oder sehr toll. Ja, ja, passt schon, ne? Wachen! Yay, wieder Abheb bekommen. So ist das doch schön. Schraubenschlüssel nehmen wir auch noch mit. Und weiter geht's. Das sieht jetzt mehr hier aus wie so ein Technikraum, wollte ich jetzt mal sagen. So, jetzt geht's zum Admin, das heißt jetzt zum Aufseher. Sei vernünftig, Amata. Officer Mac mag das ja gefallen, aber mir gefällt's überhaupt nicht. Sag uns, wo dein Fu. Das hat Amata zwar nicht gefallen. Oh, scheiß drauf. Kann ich zielen, sag mal. Das wirst du bereuen. Wow. Keine Bewegung. Doch, Wohlbewegung. Und tschüss, Herr Aufseher. Und noch ein. Komm her hier. Geht doch. Mann, oh Mann. Büro des Aufsehers, Kennwort für das Terminal, Polizeiknopf, lass mal hier Simpacks nehmen wir mal mit. Wie gesagt, Simpacks nehmen wir mit. Ich hätte nur einen Knüppel.
Wo müssen wir jetzt hier lang? Tut mir leid, Amata. Aber ging nicht anders. Mein Gott, was hast du getan? Du hast ihn getötet. Ja, sorry. Hallo, Jonas. So, was haben wir hier Feines? Wir haben hier Vorkriegsgerät. Ich untersuche jetzt einfach mal alles. Ein bisschen nebenbei. Ich meine, ich ein bisschen weniger rede. Aber ich bin gerade so ein bisschen dolle konzentriert.